So this, before I go into no English allowed zone, I'm going to explain two words that I'm going to use very frequently. One of them is take, which means of course, generally, yes, definitely. And the other one is schön, which means all right, poof, done, okay. They are both used endlessly in Yiddish, and you have been warned. Okay. Heint, hoben mir an nesie, Baruch Hashem in Kerabas. Shalom Aleichem, chevre. Hello, everybody. Und jetzt sollen wir anheben mit Kerabatisch, die Sprache von dem letzten Dor. Dor Generation. Die Sprache von dem letzten Dor, the language of the last generation. Und aber ich meine, dass ihr wisst doch nicht öfter, was Kerabas eigentlich ist. So, Kiribatisch oder Gilbertisch, das ist eine austronesische Sprache. Das meint, das heißt, als es hat Kräuvim in alle anderen Länder in der Dorim Pazifische Jam, in der South Pacific Ocean. Also, ihr kennt schon andere austronesische Sprache. Limoschel, for example, Hawaiisch. Okay, nicht als du euch. Das ist besser? Okay. Sag sich nicht, don't worry about that. Okay, so, es ist eine austronesische Sprache, Indonesisch, Malayisch, Massalesisch. Aber es ist drei verschiedene Gruppen von austronesischen Sprachen, von Mikronesien, Polynesien und Melanesien. Wir sollen alles erklären. Ein Land wie Kiribati ist sehr, sehr groß, aber das ist das niedrigste Land auf der Welt. Nicht sehr, sehr niedrig und also, das ist berühmt für uns, das ist sehr niedrig, weil es ist eine Sache, die von Klimaänderung. Und Kiribati ist sehr berühmt, weil es ist ein Land in Sakone, ein Land in Danger. Dank. Klimaänderung, weil es sehr niedrig ist. Jamspiegelhecherung, the sea level rise, is a sakone for Kiribati. It's a danger for Kiribati. Aber für was ist Kiribati Yochid Bimina? Yochid Bimina, unique. Für was ist Kiribati Yochid Bimina? So, Kiribati, also wie Fiji, kann man das auf Englisch? Ja, man soll das nur auf Yiddish reden. Kiribati wie Fiji ist zwischen zwei von den drei Rayonen von der Dorum-Pazifischen Rayon. Fiji ist zwischen Melanesia und Polynesia, aber Kiribati ist zwischen Mikronesia und Polynesia. Eine Frage. Okay, öfter als am Mikrofon darf ich nicht. Okay, man hört nicht? Ja. Okay, danke. Und also Kiribati ist eine austronesische Sprache, aber das ist öfter wie eine Mischung zwischen einer austronesischen und mikronesischen Sprache. Öfter wie ein Schwamm, wie also ich, aber das ist nicht ein Schwamm, wie also Fiji, was hat reingerechnet, zum Beispiel andere Werte zwischen Tonganisch, Samoanisch und Englisch. Aber Kiribatisch ist es mehr von der reinen Sprache. Kiribatisch euch hat Spuren von Englisch und ich meine, als der Reusred von Kiribatisch, das ist ähnlich zu der Sprache von Pazifischen Polynesien. Zum Beispiel Tahitianisch in der Reusred zusammen mit anderen Sprachen von Mikronesien, Marshallesisch, Norwegisch und Palauanisch. Und heute haben wir ein wunderliches Bild von... Du musst mit Mikrofon. Wir können ein bisschen... Ja, ja. Okay, sei mir Michael. Das ist eine Sache. Das ist eine Teil, das ist eine Minute. Aber ich meine, das ist nicht... Das ist nicht gefährlich. Hot Hanoi, you guys having fun? Okay. Und soll ich warten? Should I wait? Try. Also, ja, das ist besser. Ist das besser?
Sei mir sach moichel am achille auf mein Kopf. Ja. Sorg sich nicht. Das ist eigentlich mein Facebook-Nutzernamen. Sorg sich nicht. Ja, okay, so, also, herausreden, kirabatisch. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verschiedene Oisius Letters. Aber A, es ist öfter nie wie A, nur Cat. Und ich soll das lernen auf Kiribatisch, aber, als ich habe früher gesagt, ich habe lieb Volontieren. Wer will sein ein Volontier von mir? Habe ich ein Volontier? Okay, komm. So. Seid ihr so gut und lernt das. Also, musst du die aussprechen, oder? Ja. A. Also, A. A. B. Ä. Ä. K. K. M. 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 O. 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 Ä. T. T. O. S. S. O. S. U. U. W. W. Steuer. Danke. Nicht auf ein Wort. Und S. Und I zusammen, das ist nicht Sie, nur Sie. So, Sikona, Reakina, Tetaite, Burkina, Baokola, Karawan, Ara Kabrara. Und so, weil unser Sechel ist Jochid Bemina, das ist Efsche für uns, Kede zu lernen, der Sprach. Das ist, was das meint auf Kiribatisch. Okay, Aroiswed Schoen. Und Heinz haben wir Wörter wie ich, du und also weiter. I, wie auf Englisch I, Ko. K ist nicht so wie K auf Englisch, aber das ist eine Mischung zwischen A, Kuf und Chof. Und so, Ko. E, Si, Kam, A. So, I, das ist ich, Ko, du, er, sie, es, das ist E, Si, mir, Kam, ihr und sie, das ist A. Aber ich meine, als wer du kann schon reden, eine Sprache von Mikronesia, Polynesia oder Melanesia? Keiner. Sorg sich nicht. Okay. Indonesia. Indonesia. Siehst du inklusive und exklusive Formen von? Ja. Aber auf Kiribatisch haben wir das nicht. Und also es ist nicht kein inklusive oder inklusiv mehr. Und a dual oder a dualform siehst du nicht. Und I, das ist ich, das allemal werden, für na, oder ich will, zum Beispiel, ich will machen ein Schneemensch, auch siehst du nicht kein Schneemensch in Kiribati. Und nang, das wäre, ich soll in der Zukunft etwas machen. Und wie auf Englisch, I und N sind allemal geschrieben mit größer Oisius. Okay, und heint will ich nehmen noch ein Volunteer. Oder, nein, okay. Kona Mauri, Kona Mauri, Shalom Aleichem, oder Mauri, Aguten, Kowara, und was hört sich? Korabwa, Imarorung, a herzlichen Dank, mir ist gut. Angoi, und dir, Kowara, was hört sich? Imarorung inaba, Koraba, alles ist gut bei mir, a herzlichen Dank. Okay, und noch etwas. Und was ist dein Name? Man sagt nicht auf Kiribatisch und eine Reihe anderer austronesischer Sprachen, nur wer ist dein Name? So, Antai Aram. Wer ist dein Name? Weil es ist wie eine lebendige, eine belebte Sache. Ein Name. Es ist eine belebte Sache. Daoikanao. Und seid ihr so gut. Antai Aram. Was ist dein Name? Oder wer ist dein Name? Arau Yareta. Yareta, das ist Jared auf Kiribatisch. Angoi Antai Aram. Aber was ist dein Name? Arau Yareta. Naba. Und mein Name ist euch Jared. Oder Yareta. Au Antai Aram Teuane Neyenne. Aber
Also man du oder die Frau do, wie heißt er oder sie? Antai aran teuare nenere, also dasselbe. Arana, sein Name oder ihr Name ist Iakiataya, das weiß ich nicht. Hokona in Sisirakina, man kennt ihr oder ihm etwas fragen. Okay. Und transitive Verbe. So geht das bei einer Reihe anderer Sprachen wie Grönländisch. Wir haben ein Objekt, Pronomen, Suffix. Ei, ko, a, ira, ngami, ia, i. Ia, das ist nur für belebte Sachen und i für nicht belebte Sachen. Inora, de boki, ich sehe a Buch. Er nore ira, er seht uns. Inori in kami, ich seh ihr. Tisi nore ira, ich, mir sehen sie, aber sie sind nicht, sie sind belebte, öfter wie Froschen. A nore i, sie sehen euch sie, öfter wie a Froschen sohn. Sehen, Lemoschel, Biche, also. Okay, und euch haben wir noch ein System. Nacko, gehen, und dann Nacko, gewöhnlich gehen. Tang, zu weinen. Tatang, du beteiligst von Tatang, zu gewöhnlich weinen. Tangi Tang, gesederig, to continually weinen. Kiba, springen, Kiba Kiba, Kassedrik springen, Ki Kiba, gewöhnlich springen, und Ki Kiba, Amol springen. Und Aki ist ein Passiv-Suffix, wer du red Finnisch, siehst du, sag ich nicht. Okay, er kaboete Reis, er hat gekauft Reis und Mais. Er kaboakete Reis. Es ist gewann gekauft von etlichen. Und haben wir nicht kein Sein auf Kiribatisch. E ua ua te boro. Also a pilke, a boro, is reut. Te si a makuri te oare. Dosike man, er arbeitet. Männer, es ist kede zu gefinnen sich. E Männer eiaun te tabore te boro. Und siehst du, et gefinnt sich a Pilke auf den Tisch. E Männer eiaun te tabore in te boro. Taibore, das ist ein englisches Wort. Jai, das ist siehst du, wie auf Deutsch es gibt. Jai am Boki hat ihr a Buch. Aber das ist wie Ungarisch, siehst du deinem Buch. Jai te Buki die Bocke in Rom, siehst du bei dir ein Buch. Efter Punkt wie Ungarisch. Iro, es ist bei mir. Irom, bei dir. Irona, bei ihm oder bei ihr. Bei uns. Irora, Iromi, bei ihr. Und Irora, bei sie. Und haben wir kennen. Kokona, ni bupusia ancora un cana cocona un sibua te caracchi in anon to butaki in utu te tairiche. Und so, men kennen euch, deine Tate Mame, fragen, sie du kennst teilen als ein Meise, the story, bei der Oven zusammen mit deinem Mischpoche, bei Mischpoche Family. Und das geht, ko, du, kona, meglich, nee, das ist eine Präposition, aber das ist eine Präposition mit Kolorei Tachlesen, with all sorts of usages. So, Bubuzia ist öfter zu betten, am Karo, an Gana, Kokona, in Sibua, te Karaki, in Anon, te Butaki, ne Utu, te Taiririki. Schön. Und öfter haben wir Willen, zum Beispiel, ich will das. Itangiria, das ist transitiv, itangiria, ne, ich will, als ich soll, kaisibo masinana. Ich soll sein Mutter
treffen. Ituananga itangiria nireakina tetaitai ni imatang au intangiria ni kanriki barayoa au mate ni kambane ni iakakina. So ich habe ihm gesagt, als ich habe gewollt lernen, reden Englisch und ich habe gewollt euch werden Achove für alle Menschen, Punkt wie ihm. Und die Tangeria willen etwas. Und es geht allemal also. Und haben wir öfter wie loschen der Vergangenheit und so weiter, nachon te sitoa. Und so, er ist gegangen in Akrom, Akrom Store. Und nachon te sitoa. Und nachon te sitoa in Rai. Und also es ist du, als das Situation euch bei verschiedenen asiatischen Sprachen euch. Es ist du nicht kein Zeitwerte, aber öfter nur einmal. Und nachon te sitoa in Rai. Und nachon te sitoa, es kann beteiligt von also Werte kann sein, Lemoschel, er ist gegangen, er geht gerade oder er will gehen. Und nachher, der Sito in Gai kann nur haben eine Beteiligung von jetzt, in Gai. Und nachher, der Sito in Roach na Noah. Und so, nächten hat er gegangen in Krom. A, also er hat etwas getan. Er arroko de rabuke, da also Schiffel hat mit efter ein paar Minuten zurück reingekommen. Na, das ist eine Zukunft. Er nanako, er wird reinkommen oder er wird gehen. Okay, und so weiter auf Kiribatisch. Akea, das ist gar nicht. Tewana, Oua, Tenua, Aua, Nimaua, Onua, Itua, Wanua, Raiua, Oraiwa in der Zoffen, in der Nord von Kiribati. Tebui, Matewana, Tebui, Maua, und also weiter. Ich meine, das ist also kompliziert, wir haben nicht so viel Zeit. Okay, und also haben wir Aluach, Punkt wie wir haben auch verschiedene europäische Sprachen. Januare, Februare, Massi, Eberi, Mai, Tun, Turai, Aukas, Tetemba, Oktober, November, Retemba. Und heint haben wir eine Schwur. Demoanibong, also der erste Tag, wie Yom Rishon auf Hebräisch. Kauabong, Nummer 2. Katenibong, 3. Kabong, Kanimabong, Kaonabong. Und Ka, es ist ein Ordinalpräfix. Und Tetabas, das ist Sonntag. Und Tekaisi, Nemaneaba, das ist Red, a Speech für ein Maneaba. Was für ein Maneaba? Was ist ein Maneaba? Das ist ein kleines Häsele, was gefindet sich in einem kiribatischen Dorf. Es ist du, ein paar Menschen, was sehen du und sie wollen, als sie sollen reinbringen, öfter Menschen, was kommen von die Matang, Europa und so weiter. Und sie, du hast dann Nessia in Kiribati, du sollst Asa Red machen. Am Namauri ne Kambani, Shalom Aleichem. Hello everyone. Araobong, my name is Araobong. My name is Raibon the Peace Corps volunteer my Connecticut. So ich bin a volunteer from the Peace Corps from Connecticut. The Peace Corps bonte botake iboboki imorika na Airoa VSO my Britain. Da also Peace Corps, das ist eine Organisation, Botaki, das ist ein Begegnis, Taki, FCV, ED auf Englisch, Iboa Boki, für sie, was soll arbeiten, Imarika in Amerika, ni ai Aurora, Punkt, wie so, mai, das ist eine Präposition, aber weg von,
So, oder in oder avec. So, my Brit dann. Irangi ni kukure in kai in grona ireke au. Okay. Irangi ni kukure in kai in grona ireke au tai in roko ioani kiribas au ni makuri naba mangami. Und so, ich bin so zufrieden, als ich habe als eine Gelegenheit gehabt, zu haben an der Sia in deinem Land in Kiribati und zu arbeiten euch bei euch. Den Gaia Ane Alkam Rabba. Ein herzlichen Dank und ich bin so zufrieden. Okay, und noch ein Dialog. Te maroro bon te moa ni bai ni maiua kein kiribas. Und so a schmusen, a conversation, is sehr wichtig in der kiribatische Kultur. Den grane tinoria au aboni mais taika ake akona ka babara kanga aron te taitai bai akanga. Und so, Sie mir sollen suchen nach dem, können wir zusammen finden viele Werte, was beschreiben seine Ophonim, their ways, von Reden. Ngana titaralia aumata, ntemane aba atikona ataya banake arangi, na atatai, n'aron tetaitai awanaki, a atonganki, batan rabakao, Nde oto oto akona nanganaki ayatabo aikanga anarina riki ya ubu akoya eumata. Und so, wenn wir können sehen auf die Menschen in der Mana Abba, in der Regierungshäusle, wir können sehen, als es du Menschen, wo es sind in Mevinim, Bokim, Experts von Reden und Azoi, Menschen, die kennen, sehr gut schreiben, sind Menschen von Covid. They are people of honor. Okay, und noch etwas, te maroro, a conversatia. Tai orta, paoro, sei mir moichel. Paoro, das ist Paul auf Kiribatisch. Te ra nanon, te taeka, ai maroro. Was ist der Parteit? Und das Wort Maroro, Konversatia. Erkambonaki, te taeka ane ngana botaki oamana omata, ke amwais riki, in taitai nikawaite mana nakontamana. Und es ist du, ein Wort, was man nützt bei ein paar Menschen, was wollen herum sitzen und reden zusammen. Ja, riki taeka tabewa aiz. Katisabon naioa matetaika ae maroro. Und es ist du andere Werte, wo es haben Ähnlichkeiten zu maroro. Eeng, iai kaobowi, karaki, karekenano, abas riki taeka naoronakane. Ja, es ist du reden, es ist du meiselech und chen machen. Meiselech, stories und chen machen, flirting. Und azoi andere viele Werte and others azelche Werte. Aro au terra nanon kabori. Um was ist das Reden? Te taeka ane erkambo nanaki engana ebotake tabe mana omata ni baira taekantau emachuri kete karikirake rebaire kita tebeua. Man nützt als ein Wert bei einer Gruppe von Menschen, die sitzen zusammen, um zu reden von Panosse, Employment, Hecherung und eine Reihe anderer Sachen, die haben etwas mit Arbeit zu tun. Und Karake Nano, das ist kein Machen, Flirting. Auch Karaki, und was ist Meisterlich? Und so, Anne Bonne, Kain, Tisibo, Mai Maroro, Me Jai, Te Karaki, Tauman, Te Boki, Te Rongo, Rongo, Aete, Taikina, Te Mana, Nakon, Te Mana, Te Mana, Naikoa, Aika, Mwais. Und so, es ist du, Kemat, almost, wie Schmusen, aber es ist du etwas, was ist anderes, als
Es ist eine Meise, a story, efter von a Bichele oder von Gedeas, the news, von ein Mensch zu andere oder von a Gruppe. Ja, das kann ich verstehen. Und was mit Chen machen. Dort erke ane, Rabonanakri buchen te meine, aute eine, aika, maroro, in Ghana, ja, nonon te meine, iron te eine. Es ist du, offen, a way, kide zu, hob in a conversatia, inzwischen a man und a froi, wenn, der Mann so verliebt sein. Und heint haben wir noch etwas, was ist zwischen Kiribati und Nauru und Kiribati und Marshallesisch, aber es ist du nicht kein ähnliches Sprachen dazwischen. Es ist du ein paar Werte und ein paar interessante Sachen, aber sie sind lechatchile andere Sprachen, sie sind nicht wie in der europäischen Sprachen. Und ich kann zum Bedeuten nicht kein Nauruisch reden, aber ihr könnt sehen, als es ist du deutsche Werte von Nauruisch, weil Nauru ist eine sehr kleine Insel, wo es gewann einmal eine Kolonie von Deutschland. Es ist die kleinste Republik auf der Welt und euch. Es ist sehr wichtig, dir zu wissen, dass in Kiribati siehst du Asach Wert, sind du Asach Werte, was kommen von Englisch und euch bei Nauruisch, euch, aber bei Kiribatisch haben wir nicht solche Sachen von Deutsch. Und Marshallesisch siehst du weniger Werte von Englisch, euch. Und siehst du Asach weniger Werte, Bechlal, in general. Und noch auf einem Kedei zu lernen Kiribatisch. Man hat der Bibel, Tanach, the Bible, in Kiribatisch, was ist Faran auf der Internet, Temaraya, was ist Faran auf YouTube, Temaraya, die Klole, the Curse. Und es ist Kiribatisch mit englischen Titeln. Es ist du euch andere Filme, was sind in Faran auf Kiribatisch. Sie, ihr habt lieb gehabt, als ein Lied, was ich habe früher gespielt, die Kiribati-Tube. Es ist du modernische Musik, was ist voran von der Kiribati-Tube. Sie haben Uploads gemacht, jede Woche und gemacht jeden Tag. Only the best, du hast lieb, Musik von Oceania Bechlal. Es ist du jeden Tag. Lieder, was kommen vom Oceania, von the Only the Best. Trussel.com, es ist du die größte Ressource auf der Welt, kede zu lernen kiribatische Sprache. Und euch etwas, Glossbay.com, es ist du übersetzen Sichronis via the, Jehovah's Witnesses. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es ist du Asach. In Jonim, was sennen du und übergesetzt inzwischen Englisch und Kiribatisch und eine Reihe anderer Sprachen vom Oceania, euch. Und ich meine, das ist unser Seuf, also wir sagen auf Jiddisch, Asof, Asof, Gondebani, Nimauri, Kamrabwa, Ahatzike Dank. Ich habe eine Frage, lass mir schreiben die Frage ins Lido. Ja? Okay, die erste. Hast du gehabt die Gelegenheit, reden mit Menschen, was kommen aus Kiribati? Bist du dort gewesen? Ich bin nicht gewesen in Kiribati, aber ich bin bei YouTube und euch bei Reddit getroffen mit ein paar Menschen von Kiribati und geredet mit sie. One of the questions was kind of answered, but next one, does a capital letter make a difference in pronunciation? It does not. Es ist nicht kein Chilek. Was sagen die anderen? Seien die Frages, aber wir haben nicht keine Frages da. Kennst du... Danke. Auf Mikrofon, aber das ist nicht...
gehört. Ja, ja, da. Ja, du sollst parent sein. Ja, ja. Schönen Dank. Woher kommt dein Interesse auf Kiribatisch? Ja, das ist gewesen etwas von Klimaänderung, weil ich habe Tate Mama, was sind sehr pessimistisch, und also habe ich bei der Bube, bei my grandmother's house, gelernt etwas von Kiribati und der Yamspiegelhecherung, und ich meine, als ich habe in mein Leben, in my heart, etwas gehabt, kadezu, als ich sprach lernen, Lashem, unsere Zukunft, for the sake of our future. Chazak u Baruch. Korabwe. Noch andere Fragen? Nicht? Kein Fragen? Schon. Oh, noch eine Frage. Sei so gut, bitte. If you'll excuse the English, I just wanted to ask what exactly did you mean by the name of your presentation, like the language of the last generation? This is an important thing to mention because the under 30 generation is poised to possibly be the last one that, unless things change, will be able to live in Kiribati over the course of their whole life. Anat Te Tung, the former president of Kiribati, purchased land in Fiji in order to transfer the inhabitants of Kiribati to Fiji in the event that sea level rise does too much damage. Noch Frages? Okay, sei so gut. Bei Slido. Nicht gefährlich. Seid also gut. Ich habe alles vergessen. Wenn du an der Zukunft von Kiribati denkst, was kannst du, wie kann die Geschichte von Jiddisch dir helfen, damit helfen? Das ist eine interessante Frage und das ist eigentlich zwei Fragen. Also eine Frage, die zu machen mit Jiddisch. Jiddisch ist ein sehr wichtiger, nicht ein Wort, aber vier Wörter. Wir wollen sie überleben. Auf Englisch, we will outlive them. Und ich meine, es ist du öfter Chas v'cholia noch bei uns mit Kiribatisch, als es ist Chas v'cholia möglich, als ich soll die Inseln überleben. And I will outlive the islands. Und euch noch etwas, als es du sprach von a Tragedie, was ist einmal geschehen, und a sprach von a Tragedie, was Chas v'cholia will kommen. Aber Chas v'cholila, chas v'sholem, God forbid. Shine.